Mäusefreunde, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD mit der FIFA Schaden Challenge. Wir gehen heute nochmal auf Geistersuche, wobei ich jetzt schon weiß, ich kann keine Geister finden. Da es wieder hell geworden ist, super, ne? Ich habe mir by the way mal offscreen per Amiibo meine Pfeile wieder aufgefüllt. Man sieht's hier jetzt nicht. Ich wollte jetzt gerade noch eben das Menü einmal öffnen, damit man die Pfeile einmal sieht. Mit dem Link-Amiibo ist das ganz easy, da kann man die Pfeile ja direkt wieder auf 100 auffüllen. Komplett voll, sehr geil. Bomben fehlen noch, die müsste ich mal wieder besorgen. Ich meine, wir haben jetzt wieder ein bisschen Kohle, ne? So, da wir jetzt nicht zum Dumnus-Hühnerflugstation quasi runter können. Oder da zu dem Geist, der da ist. Wir könnten schon, aber müssen wir halt warten. Gehe ich jetzt einfach nochmal hier über den Torbogen vorbei. Oder über die Brücke. An den Torbögen vorbei, an beiden. Und zwar, glaube ich. Ich meine, wir können hier auf die Karte gucken. Wir haben noch hier zwei Geister, auch die letzten beiden, die fehlen. Ich glaube einfach, dass der eventuell irgendwo hier sein könnte. Ich meine, da ist eine richtig recht auffällige Stelle, ne? Da, wo so ein bisschen abgesperrt ist, so gefühlt. Allgemein hier, ich habe mich hier kaum umgeguckt bisher, deswegen möglich, dass er da ist und der andere ist ja irgendwo hier, ne? Deswegen hier vor der Flugstation dann einfach da einmal umdrehen quasi, dann dahin fliegen. Und wenn hier nichts ist, dann keine Ahnung, wo der Geist noch ist. Vielleicht noch irgendwo eine Höhle übersehen. Vielleicht doch bei den Soras irgendwo eine Höhle übersehen, kann auch sein. Aber wie gesagt, wir gucken uns erstmal hier jetzt um. Denn ich bin hier bisher nur so weit gegangen bis zum Insekt, ne? Aber das Stück ist ja ein bisschen länger noch hier. Ich glaube übrigens, dass hier auch ein echter Schleim irgendwo ist. Den man von hier aus sehen können müsste, eigentlich. Ja, vielleicht ist er gerade irgendwo dahinter, wo man ihn gerade nicht sieht. Ist natürlich bitter dann. Ah, guck mal da hinten, da sind doch sprengbare Felsen, oder? Ja gut, dass ich Pfeile aufgefüllt habe. Das hätte ich jetzt eben machen müssen, spätestens. Oh. Und da könnten Stempel drin sein in der Truhe. Tatsache. Aber geht's hier noch weiter irgendwie? Okay, da ist noch ein Felsen. Okay, den machen wir mal eben platt. Okay, da sind Greifhakenpunkte irgendwo. Was steckt? Ist da was? Warum weg ist er? Der Typ. Wo wir wieder Pfeile haben. Kann ich da einfach abballern? Ja, scheißegal. Oh, Krabbel. Käferbombe. Schwupp. Boom, zack, her die Moneten. Okay, 2 Zehner hat sich nicht so wirklich gelohnt, ist hier noch mehr. Ich muss kurz auf die Karte gucken. Der abgesperrte Bereich ist vielleicht einfach unten drunter was? Was ich von hier aus jetzt nicht sehe. Ah ja, da unten ist doch ein Stück Land, war am Hyliasee. Ja, da ist er dann scheinbar nicht mehr. Gehe ich hier noch ein bisschen weiter umgucken. Zack, weg ist er. Ja, die haben ja schon genervt, als wir hier Dings die Escort-Mission hatten mit Elia und Thelma. Wo wir die nach Kakariko bringen mussten. Das ist auch schon das Tor irgendwo, ne? Okay, hier könnte auch noch ein Geist sein. Das ist cool, jetzt erstmal die Truhe da oben. Gucken uns da nochmal ein bisschen um. Vielleicht ist ja da nochmal eine Höhle irgendwo. Aber dafür brauche ich auf jeden Fall dann, Pfeilbomben. Oder Bombenpfeile. Pfeilbomben, yo, läuft. Hab ich auch nie gesagt, glaube ich, den Ausdruck. So rum. So, dann schießen wir direkt mal da drauf, so. Fups. Zack, da ist weg. Da ist ein Greifhakenpunkt, jawohl. Zack, den auch weg. Sehr schön. So, aber können wir hoch. Wo war der Geist hier? Irgendwo direkt in der Ecke? Das kann sogar sein. Irgendwas klingelt hier. Nee, oder ist hier wirklich nur eine Höhle und der Geist ist da drin? Ist was so oder so, wir werden mal warten, bis es gleich Nacht wird. Falls er hier ist. Alter, wie weit ist denn das weg? Wenn sich sogar schon Nacht wird. Wird schon Nacht? Nee, oder? Da ist eine Höhle auf jeden Fall, jawohl. Da bei den Grasbüscheln. Erstmal gucken, was hier drin ist. 50 Rubine, okay, nicht so zufriedenstellend, aber da können wir auch noch rein. Gucken, was hier drin ist. Ist ja klar. Schuppdiwupp. So, ist hier ein Geist drin, ich hoffe es. Dann wäre es der letzte. Okay, hier sind Tode drin. Ich hab grad irgendwie auch eine Schnecke gesehen gefühlt. Ah, es waren bestimmt hier so Feuertode, oder? Man hat ja Feuertode. Guck mal her. Sind ja easy zu besiegen, die Tode, zum Glück. Ist hier vielleicht ein Stempel drin? Aber das heißt nicht, dass hier eine Kiste kommt, ne? Obwohl, hier kriegt man auch nichts. Haust du das mal hier runter? Das habe ich mich verarschen da oben.
Batz, so. Her mit der Truhe, bitte. Yes, jawohl. Da könnte was drin sein, was Wichtiges. Oder wieder nur Geld. Aber wäre mir auch recht. Das sag ich ganz ehrlich. Es ist der Stempel, die Danish M, jawohl. Damit fehlen noch. Warte, ich könnte mal reingucken. Es fehlt auf jeden Fall noch der aus der Drillhöhle. Den kann ich mal dazu zählen. Dann sind es eigentlich 43. Warte mal, wir haben 42, gibt 50 Stempel. Also fehlen noch 8 Stempel. Beziehungsweise 7, wenn ich den aus der Drillhöhle schon mitzähle. Wie gesagt, hier sind noch 2. Die fehlen, wahrscheinlich, ich nehme sie an, die sind in Schloss Hyrule eventuell, vielleicht auch der hier noch. Es sind da 3, keine Ahnung. Midna und Links sind durch. Die Tante ist auch noch hier verewigt. Und hier ist noch ein Stempel, der fehlt. Okay, keine Ahnung. Aber wenn das hier alles ist, ich kann aber hier die Steine hochnehmen. Nix. Da noch ein Rubin, immerhin. Aber schon über 1000 Rubine wieder, ist sehr gut. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, wir gehen jetzt hier hoch und warten, bis es dunkel wird und hoffen darauf, dass hier irgendwo ein Geist auftaucht. Obwohl, ich kann, glaube ich, besser unten warten, oder? Ich warte mal unten, genau. Vielleicht ist er echt hier irgendwo in der Ecke zu finden. Deswegen, auf geht's, Freunde. Ah, die Dinger sind wieder da, die Viecher. Schade. Da sind sie wieder. Seht ihr die? Naja, egal, Freunde. Wir warten dann mal hier, ne? Bis dunkel wird und dann holen wir uns die letzten Geister, würde ich sagen. Bis gleich. So, Freunde, ich glaube, es ist dunkel geworden. Die Musik hat sich jetzt gerade geändert, irgendwie so ein bisschen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob schon dunkel geworden ist. Ja, okay, ist es. Ich habe hier die Geisterlampe angemacht. Ich sehe auch gerade schon den Kollegen. Da oben seht ihr die Lampe, da ist er. Ich wusste jetzt nicht sicher, ob die Lampe nicht eventuell noch zum Hyliak den Geist anzeigt. Weil wir quasi in einem Abschnitt der Karte sind, wo auch der Hyliaksee mit drin ist. Zumindest der Minimap, ihr seht es ja hier. Ganz gut, ne? Ja, hier nicht jetzt unbedingt, aber hier. Ja, okay, hier ist der Hyliaksee nicht mit, erleuchtet, ne, aber auf der Minimap, auf der Wii U ist er nämlich, auf dem Gamepad. Ist ja auch auch erhellt, der ganze See. Deswegen dachte ich jetzt, das zählt dazu, deswegen war ich mir nicht sicher. Wie gesagt, ne, ob der Geist nicht da sogar der vom Hyliaksee war. Aber gut, den haben wir dann hier gefunden. Nicht hier oben warten können. Scheiße. Oh, verdammt. Der hat mir auch nicht mitgegeben, komm her. Hab dich, so, das ist der vorletzte Geist, Freunde. Den letzten holen wir uns jetzt auch direkt, weil der ist ja da, wie gesagt, Hühner Flugstation müssen wir jetzt nur hinlaufen. Das heißt, einmal hier über die Brücke zurück. Wir spüren einmal aus, danke. Über die kleine Brücke zurück, über die. Warte mal, ich kann noch mal gucken, ob hier irgendwo ein echter Schleim an der Decke ist. Ne, das ist ein Insekt. Ne, sieht man nicht auf jeden Fall. Falls da einer ist. Oh, hier gibt es Knochenhunde, stimmt. Voll vergessen. Die Gegner sind natürlich alle wieder da, ne? Aber die habe ich, glaube ich, eh in Ruhe gelassen, hier die Bulblin. Aber was soll's. Ich lasse die auch jetzt wieder in Ruhe. Die gehen mir eh nur auf den Sack. Ja, wenn wir natürlich alle Geister haben, gehen wir natürlich noch zu Giovanni. Übrigens, es hat gerade 5 Minuten gedauert, so um den Dreh. Bis es dann wirklich dunkel wurde. Also gut, dass ich da noch ein bisschen was rausgeschnitten habe, sag ich mal. Weil es hätte jetzt einfach ewig gedauert, ey. Klar, wir hätten noch Stempel suchen können weiter. Aber so langsam habe ich auch mit meiner Latein am Ende. Ich habe zwar noch so 2 Orte, wo ich nachgucken möchte. Einer davon ist am Sora-Fluss. Weil da hatten wir auch so einen einsamen Geist direkt bei der, gegenüber des Angelteichs quasi. Auf so einem Felsvorsprung, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob da nicht sogar noch eine Höhle ist. Will ich auf jeden Fall nochmal gerne nachgucken. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt noch. Achso, warte, wir müssen erst mit dem labern, ne? Ja, ja, komm, raus spaziert. Babam. 20 Rubine, bitteschön. Gib mir jetzt einen Huhn hier. Hey, ollen Hühner, hallo! Wo ist denn jetzt der Geist? Ich will einmal gucken. Dafür hinfliegen muss. Was ist der denn? Ist der unter mir oder was? Kann ich hier irgendwo zwischenlanden mal? Ist da auf der Plattform, oder? Glaube ich. Ist da was? Wir drehen hier einmal. Jupp, da ist er. Da ist sogar auch noch eine Höhle, oder? Da werden jetzt losgelassen, der Link, ne? Oder ist da eine Höhle? Das ist auf jeden Fall ein Huhn. Aber ich glaube, da könnte eine Höhle sein. Langsam runtergleiten, Link. Ja, jetzt kann's runter. Ist mir auch egal. Der letzte Geist, meine Freunde. Hier ist eine Höhle, Tatsache. Nehmen wir auch noch mit. Ist ja klar. Wenn wir schon mal hier oben sind. Danach geht's zu Giovanni. Du hast 60 Geisterseelen. Der steht auch gar nicht mehr. Alle 60 beisammen, Freunde. Die hätten wir damit erledigt.
Oh. Die Austern sind hier, die Muscheln. Jo, die kommen direkt her und greifen mich an, ey. Die Schweinepriester. Einmal so. Die Lampe brauche ich jetzt nicht mehr, die kann man jetzt eigentlich auch wegschmeißen, ne? So, ich kann da gar nicht so. Muss ja draufhauen. Oh, drauf da. Einfach durchschneiden, genau. Was auch mal, das ist da, diese Masse, die da drin in sich haben. Komm mal her, mein Freund. Oh, nee. Jetzt, bam. Hä? Muss ich echt zustechen? Kann ich da nicht mit so einem horizontalen Hieb durch? Okay, gut zu wissen. Ja, dieser Drecksack. Zu weit weg. Batz, batz und boot. So. Hoch. Von alle, ne? Hoch, hab ich gesagt, mein Freund. So. Was haben wir hier drin? Ich hoffe auf einen Stempel. Das wäre jetzt echt cool. Das bestätigt wieder so meine Vermutung. Ich hätte einfach mal bei jedem Geist gucken sollen, ob man da buddeln kann. Das heißt, ich müsste jetzt eventuell mal jeden Geister-Spot abklappern. Obwohl ich die meisten gar nicht mehr weiß. Okay, hier sind 100 Rubine leider. Kann ich mich jetzt hier zu Giovanni warpen? Nein. Vielleicht kann man sich von hier aus nicht warpen, also ist ja klar. Und ich meine, man kriegt nicht nur von Giovanni jetzt was für das Befreien von ihm, sondern auch von seiner Katze. Weil die hat ja auch darum gebeten, ihr Herrchen zu helfen, ihrem Herrchen zu helfen. Ja, dann wäre das ja hier erledigt. Na gut, hier waren noch einige Geister, ne, am Hyliasee, wo ich noch eventuell buddeln könnte. Da hinten ist vielleicht noch ein Loch. Da hinten vielleicht, nee, da war keins. Da war vor der Höhle nämlich eins, glaube ich. Das ist doch egal. Wir hauen jetzt hier ab. Vielleicht gucke ich mich auch offscreen mal um und, ne, wo die restlichen Stempel dann sind. Wenn wir heute nichts mehr finden sollten, da müssen wir hin. Auf jeden Fall. Und ich werde auf jeden Fall auch offscreen, also nochmal die Drillhöhle anpacken, beziehungsweise ich werde die ja wahrscheinlich schon aufnehmen und euch eventuell noch ein bisschen was zusammenschneiden. Aber, geplant ist auf jeden Fall nur, dass ich den letzten Raum nochmal zeige, an sich. Deswegen... Und dann die Belohnung, die man kriegt, am Ende der Höhle. Weil, ganz ehrlich, ich muss euch nicht nochmal alles zeigen, das ist auch ein bisschen ermüdend. Wir haben gesehen, dass es richtig hart, also richtig hardcore ist, die Drillhöhle. Mit vierfach Schaden, natürlich, ne. Machbar, glaube ich, schon. Ich hätte wahrscheinlich mich nur ein bisschen klüger anstellen müssen bei den Nimbus-Gun und auch ein bisschen vielleicht die Tränke einteilen müssen. Das hätte vielleicht auch geholfen. Vielleicht wäre ein Fan doch nicht so dumm gewesen, zumindest so die ersten zwei Flaschen damit zu füllen, weil wir zwei Tränke unterwegs kriegen quasi, die wir füllen können, ne. Aber gucken, wie ich das angehen werde. Ja, ich meine, wir haben jetzt, was haben wir jetzt gerade? Zwei Feen und zwei Elixiere, ne. Ich glaube tatsächlich, ich gehe sogar damit rein, holen wir nochmal Bomben nach und dann auf geht's. Pfeile haben wir jetzt gerade wieder. Ach ja, und ich nehme auf jeden Fall die Zelda-Amiibo mit. Das steht auch schon mal fest. Das weiß ich auch schon mal. Im Fall der Fälle, also ganz ehrlich, die nehme ich dann in Anspruch. Ist ein Hilfsmittel, das ich nicht verboten habe allgemein bei der Challenge. Klar, ist ein bisschen witzlos, wenn ich immer meine Herzen auffülle. Ich habe alle Zelda-Amiibo. Und es gibt halt Toon-Zelda, es gibt die Breath of the Wild-Zelda, es gibt die Smash-Zelda. Gibt's nicht noch eine Zelda, die mir gerade entfällt? Chic? Also gibt's auf jeden Fall vier Möglichkeiten, sich nochmal zu heilen. Außer die ganzen Zelda-Szenen nur als eine Möglichkeit dann natürlich nicht. So, du Giovanni, du bist jetzt befreit von deinem Fluch. Bitteschön. Alter, wie dünn der eigentlich ist. Ist ja richtiger Lauch. Geschafft, die das nur an. Das ist meine wahre Gestalt. Jetzt kann ich das Leben auch wieder in der richtigen Farbe genießen. Hihihi. Und irgendwie muss ich mich wohl erkenntlich zeigen. Ob ich dir vielleicht noch eine Freude machen kann? Alter, ein silberner Rubin, 200 Rubine. Nice, danke. So, jetzt aber. In alter Pracht muss ich mich sofort meiner Freundin zeigen. Warte mal, damit kommt man auch noch was machen, glaube ich. Wo ist denn deine Katze jetzt? Hier ist sie. Hey, da bist du ja wieder. Das war's doch du, der mein Herrchen geheilt hat, oder? Tausend Dank, wirklich. Ich nenne sie Gregor. Sowas wie der Boss der Katzen hier im Ort. Also gut, jetzt wo ich mich auch wieder bewegen kann, werde ich mich wohl draußen ein wenig umsehen. Ah, okay, der geht jetzt raus. Der wäre schon draußen gewesen. Ups. Ich glaube, mit der Freundin kann man jetzt aber auch noch was machen. Ich würde vermuten, wenn der jetzt irgendwo ist, seine Freundin zu sehen. Das ist Gregor hier. Wo ist denn Giovanni? Ja, der ist hier drin. Steht nie auf dem Schild. Gregor geht es also gut, wie wunderbar. Achso, ich wollte das Schild lesen und nicht mit dir sprechen. Casa Giovanni. So, wir wandern uns mal zurück. Gehen wir zu Thelmas Wirtshaus. Weil wenn die sich irgendwo verabreden, dann würde ich vermuten da, oder?
schön da in der Kneipe sich treffen. Warum nicht, ne? Schön einheben. Schön erstmal einen Drink ausgeben. Vielleicht meint er ja sogar Thelma, Alter. Das wäre richtig ein... Warte, meint der Thelma? Nein, kann nicht sein. Da ist er. Okay, der sieht bedrückt aus, der Gute. Und so etwas nennt sich Freundin. In der kurzen Zeit, die ich nicht da war, hat sie mit einem anderen Mann. Schniff. Der Arme. Ja, dann kriegen wir hier wohl nichts mehr. Aber kriegt er noch was von der Katze oder nicht? Ey, ich hätte die zweimal anlabern müssen. Offensichtlich habe ich die noch nicht angelabert vorher. Gehen wir nochmal zum Katzenplatz. Gucken, ob die jetzt da irgendwie ist. Da läuft die irgendwo rum? Nee. Da läuft die allgemein irgendwo durch die Stadt? Ich meine. Naja, hau ab. Der hat keine Lanze, der hat richtig Schiss. Weil die auch so langsam läuft, ne? Ich meine, die Katze sieht aus wie Gregor, oder nicht? Ich kann hier keine Ego-Perspektive machen. Schade. Gucken wir doch nochmal hier nach. Giovannis Haus. Ist jetzt hier doch irgendwie was zu finden. Da ist er doch. Wieder der Gregor. Hey, du bist es. So. Technik, also Liebeskummer. Na gut, Geld ist nicht alles, sagen die Menschen doch, oder? Dann braucht Technik das Geld hier sicher auch nicht mehr. Nimm du es doch einfach mit. Yes, ist aber zwei Rubine abgestaubt, geil. Hier, nimm doch das hier. Hat der echt einen Stempel? Der Stempel Rubin, ja geil, sieht echt schön aus. Danke, ja, cool. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, also Aufnahme ist im Grunde jetzt in einem Rahmen, wo ich sagen könnte, ich könnte die Folge auch beenden, aber wir müssen da 5 Minuten abziehen. Also sind wir wahrscheinlich gerade bei roundabout 17 Minuten oder so. Werde ich jetzt nochmal gucken hier beim Sora-Fluss, das ist hier der Oberlauf, genau. Ob es da noch eine Höhle gibt? Und ansonsten weiß ich noch, es gibt in der Gerudo-Wüste eine Truhe, in der ein Stempel sein könnte. Die haben wir, glaube ich, auch ausgelassen. Da ging ich ja nur per Greifhaken hin. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich die gut habe oder nicht, deswegen will ich da auch nochmal nachgucken. Da hinten meine ich. Da sind nämlich auch so Grasbüschel überall. Habe ich da rüber? Ja, müsste ich eigentlich, oder? Auch hier so, da ist sogar auch noch Geld unten drin. Ich mal nochmal holen. Gibt's hier was zu buddeln? Nicht? Wirklich nicht? Doch. Hä? Man sieht die Stelle kaum. Hier ist was zum Wühlen. Aber nur so eine einzelne Sache, okay. Und hier auch. Man sieht das echt kaum, ne? Hier. Ist ein bisschen blöd gemacht. Ja, das ist ja auch, glaube ich, keine Höhle. Wenn das schon so dumm ist. Wir können ja hier nochmal gucken. Die Abkürzung nehmen. Nein, sowas dürfte nichts sein. Also da waren schon so viele Geister. Aber gut, das ist ja dafür nochmal ein Punkt, wo ein Schatten dick sein könnte. Ich könnte hier nochmal uns umgucken. Ach, hier waren wir ja schon. Da war hinten in den Käfig war ein Stempel. Da ist noch ein Büschel Gras. Okay. War ich da schon drin? Bin mir gerade nicht sicher. Ach komm, wir können hier rein, ne? Einfach hier rüber. Ich guck jetzt einfach nochmal da rein. Ganz ehrlich. Warum nicht, ne? Man kann auf jeden Fall hier wühlen, ja, das war klar. Oh, stell dir mal vor, das wäre die Höhle gewesen mit den zwei Geistern, die ich gesucht habe. Oh. Der ist schon mal down. Der auch. Geht jetzt alles weg? Ah, ich kann da durchbrechen, oder? Ja. Komm her, mein Schneckchen. Guck auf an. Ich fahr jetzt an. Alles Vieh. Ja, hab dich, so. Ach, das war die Schwimmer war so platt. Ist, glaub ich, ein bisschen einfacher. Wir haben uns Pfeile. Hier komme ich nicht durch den Zaun. Witzig. Einfach durchgehauen, Alter. Die arme Spinne. Hier auch nichts gesehen, okay. Ich schätze, ich muss jetzt die ganze Fackeln anmachen, ne? Ja, mir geht echt nur das Öl aus, sag ich euch. Irgendwann. Oh, da kam Geld runter, da hole ich mir nur eben. Ja. So, schon die Rubine einsacken.
Mit den Rubinen kann ich auch noch mal ein bisschen mehr die magische Rüstung in der Drillhöhle benutzen, auf jeden Fall. Aus. Den Öl sparen, ne? So, zack, das an. Da oben noch die Lampe. Die Fackel. Okay, da geht sogar noch eine Truhe für. Was ist da drin, ist die Frage. So, zack. Geld oder Stempel? Es ist ein Stempel, yes, für Jan Spee, jawohl. Glückstreffer mal wieder, ey. Wie gesagt, die Stempel hatte ich noch nie. Wäre es jetzt die GQ-Version, hätte ich damit Geld rechnen können, so einfach. Oder mit Bomben, mit Pfeilen, ich weiß gar nicht. Ich denke mal, hier gab es halt immer Geld in den Höhlen. Deswegen waren die halt auf der GameCube auch völlig optional. Und manche Höhlen, die ich jetzt hier finde, die betrete ich auch sicher zum ersten Mal. So, wie gesagt, Gerudo-Wüste noch, also zur Drillhöhle nochmal warten. Obwohl, nee, warte, wenn ich mich da hinwappe, dann kann ich doch direkt dann da bleiben, warte mal. Weil, wie gesagt, ich weiß, hier ist auch noch ein Dings. Ein Loch. Das habe ich letztes Mal schon gesucht und ich habe es, glaube ich, nicht gefunden. Ich habe glaube ich, auch übersehen. Da ist auf jeden Fall eins. Das weiß ich. Guck jetzt auch mal nach. Wenn ich diese ganzen Viecher da noch erledigen muss, damit die mich nicht nerven bei der Suche. Und ich meine sogar, dass der eine einzelne Bockblind, der Bullblind meine ich, Bockblind, sag ich mal. Das ist halt falsch mit solchen Bullblind sind das, ja. Dass der sogar ein Indiz dafür ist, wo der Loch ist. Wo war der denn? War der nicht hier irgendwo? Ach ne, ein bisschen weiter noch, glaube ich. Ja, auf jeden Fall irgendwo auf so einem kleinen, auf einer kleinen Erhöhung, ne? Da hinten war das? Wahrscheinlich, oder? Irgend so eine braune Stelle wieder, die ich übersehen habe. Wahrscheinlich eine kleinere als die andere, da die ich gesehen habe. Wo ich schon drin war. Hier. Müsste es irgendwo sein, glaube ich. Wo ist die Frage? Irgendwo hier auf der Erhöhung. Da, ach, der steht doch direkt da. Der Idiot. Oh Mann. Echt jetzt? Hab ich ihn einfach echt, weil ich den platt gemacht habe, da nicht mehr finden können oder was? Wow. Das wird Dinger. Auch wieder kleine Truhen, sauber. Sehr schön. Das sind die kleinen Steppenläufer da von der Hyrule-Ebene. Die man quasi auch als erstes trifft. Wenn man die betritt zum ersten Mal. Ey, die töten mich gleich. Alter! Okay, jetzt reicht's. Ich stelle mich jetzt da irgendwo auf die Plattform und dann bin ich weggeballert. Ist scheißegal jetzt. Waps. Ich die mal so kurz stehen bleiben. Zack, der ist weg. Na, du auch, so. Hier brauche ich scheinbar wieder. Hier sind ja Regenwürmer. Die kann man fürs Angeln benutzen, glaube ich. Mach ich aber nicht. Ach stimmt, wir können einen Fisch holen beim nächsten Mal. Ich seh die beiden Dinger an, sehr gut. Ich gleich einfach noch sterbe fast, ey, ehrlich. So. Und noch ein Stempel, Janisch C, jawohl. Okay, haben wir das auch abgehakt. Damit fehlen jetzt nur noch 5 Stempel. 4 mit der Drillhöhle. Okay. Ja komm, beenden wir die Folge jetzt gleich mit der Gerudo-Wüste, Freunde. Wie gesagt, ich mach dann beim nächsten Mal noch die Drillhöhle. Oder fürs nächste Mal die Drillhöhle. Werd dann wahrscheinlich spätestens beim letzten Raum nochmal einsteigen. Zack. Und wie gesagt, das sind ja auch ein paar Räume jetzt einfacher, weil die Geister ja weg sind, ne? Die kommen ja nicht wieder. Wobei die mich, glaube ich, auch nicht getroffen haben. Vielleicht haben die mich einmal getroffen, ich weiß es gar nicht mehr. Oder zweimal. Weil ich meine, selbst diese zwei Treffer könnten entscheidend sein am Ende, ne? Ich werde mir nochmal Bomben holen, auf jeden Fall, habe ich es wieder vergessen. Ich meine, die Truhe da. Die habe ich echt noch nicht gut, oder? Oh, jetzt kommen die Viecher hier wieder raus, gleich. Warte mal. Muss die erledigen einmal. Hä? Den hab ich gar nicht anvisiert. Wie sind denn das, Alter? Ist das Vieh schon da? Okay, die hauen das mal ab. Okay. Kommen wahrscheinlich wieder instant, ne?
Kommst du mal her? Lass mich doch bitte nicht. So, wo ist das Vieh jetzt? Hä? Hier nicht irgendwo so ein Ding rum? Weiter. Drecksack. So nicht. Hä? Was ist denn das? Bin ich jetzt blind oder so? Ach da. Wie das so? Bin ich da noch ran? Oh, schon wieder weg, scheiße. Irgendwie rüber schnell? Nee, ne? Oh, ist das eine Kacke jetzt. Echt dem Ding da hinterher. Mal wieder mit vier Herzen in der Wüste, das gibt's doch nicht. Ja gut, ich hab Feen. Ist mir jetzt egal. Aber die Truhe ist zu auf jeden Fall, da könnte noch was drin sein. Komm her, Batz! So. Schnauze. Bist du das hier, bist du der Kollege, der mich da hochbringt? Ja, ne? Oder darüber besser gesagt. So, da will ich hin, genau, danke. Ja, und wie gesagt, mit der Truhe werden wir die Folge auch heute dann beenden. Haben wir, glaube ich, genug gemacht und geschafft. Alle Geister, noch ein paar Stempel, die fehlen. Ich vermute eh noch welche in Schloss Highwood und dann nähern wir uns langsam auch dem Finale, Freunde. Da freue ich mich schon drauf. Und noch ein Stempel, Lyanisch Air, jawohl, perfekt. Dann sind es halt nur noch 4 Stempel. Der nächste ist in der Drillhöhle, sind es auch 3. Warte mal, 3. Die könnten halt alle im Schloss sein, ne? Damit bestehst du die Vermutung, dass Zelda Stempel im Schloss sind. Wahrscheinlich. Und hier kommt dann wahrscheinlich der Stempel Fee hin. Weil auch immer hier ist oder hier, keine Ahnung. Auch immer dann hier ist, auf eine der anderen beiden Stellen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall danke ich euch erstmal fürs Zusehen heute, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte noch ein Like fürs Video da. Würde ich mich sehr darüber freuen und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wo guckt Link eigentlich hin? Egal. Bis dahin, tschüss mit Ö. Euer Basukasu.